mache dieses Video aufgrund dessen, was das österreichische Regierung in Bezug auf die humanitäre Verpflichtung in Idlib entschieden hat. 3 Millionen Euro in der Hand nehmen, um die Menschen direkt in Syrien in Idlib zu unterstützen. Was ich möchte sagen ist, dass in Idlib spielten sich derzeit Tragödien ab. Dort geht es ums nackte Überleben. Also, wenn Sie wollen, dass Geld in Idlib fließen, dann muss man sicher sein, dass dieses Geld an die richtigen Menschen geht, die ums Leben kämpfen. Es gibt Organisationen in Idlib, die die UN-Delegationen enttäuschen. Sie bringen die Delegationen in die voll ausgestatteten Lager. Aber schauen Sie mal die Wahrheit. Das ist die Situation in Idlib. Seit Jahren Geld fließt nach Syrien, aber diese armen Leute bekommen kein Geld. Schauen Sie mal und stellen Sie die Frage, wo hast du das Geld ausgegeben? Fragen Sie die Organisationen, wo haben Sie das Geld ausgegeben? Warum gibt es solche Lager? Warum gibt es solche Leute? Diese Leute haben keine Lebensbedürfnisse. Ich stelle die Frage an die UN-Delegation, haben Sie diese Lager gesehen? Ich möchte nicht den Namen der Organisation nennen, die sie zu den voll ausgestatteten Lagern geführt hat, aber ich möchte Ihnen sagen, dass sie gestohlen und betrogen wurden. Abschließend sage ich, dass man muss wissen, dass in 10 Jahren das ganze Geld gestohlen würde und es erreicht nicht diese Leute, die es verdienen. Diese Leute brauchen kein Geld. Diese Leute brauchen Sicherheit. Vielen Dank.